Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kita Talks. Mein Name ist Anja Kanzler, ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin. Ja, das heutige Thema heißt Gestärkt in die Zukunft, Resilienzförderung bei Kindern. Und ich freue mich, dass ich heute Marion Tönges ganz herzlich begrüßen darf als meine Gesprächspartnerin. Hallo Marion, herzlich willkommen zu diesem doch sehr spannenden Thema auch. Und ja, vielleicht stellst du dich mit ein paar Worten vor, wer du bist und was du machst. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Kita Talk. Habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, mein Name ist Marion Tönges. Ich bin Kindheitspädagogin. Habe eine klassische Erzieherinnenausbildung gemacht, dann gedacht, so irgendwie, habe ich mich noch nicht so bereit gefühlt für die Praxis, trotz der langen Ausbildung. Und da kamen gerade die ersten Bachelorstudiengänge auf und habe dann Bildung und Erziehung im Kindesalter studiert und bin dann erstmal in die Praxis gegangen, habe ein paar Jahre in verschiedensten Einrichtungen gearbeitet und auch viel Vertretungsarbeit gemacht und habe aber gedacht, so irgendwie würde ich gerne noch mehr machen. Habe dann angefangen mit dem Masterstudiengang Gesundheitsfördernde soziale Arbeit, weil mein Schwerpunkt schon in der Ausbildung damals zur Erzieherin auf Bewegung und Gesundheitsförderung lag. Habe neben meiner Arbeit in der Kita eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Und da auch ja, Erwachsenen Yoga gegeben und für Mütter, für Schwangere, für Kinder, also da auch ganz breit aufgestellt, bin da sehr weit gefächert unterwegs, habe im Masterstudiengang jetzt meinen Schwerpunkt auf das Thema Achtsamkeit gesetzt und schreibe jetzt meine Masterthesis über ein neu entwickeltes Programm, Affenstill, Kinder lernen Achtsamkeit. Und auch da ist natürlich die Basis die Resilienzförderung so als Konzept. Und auch im Bachelorstudium habe ich auch meinen Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung und Resilienzförderung gelegt und da auch zu dem Thema geschrieben, Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen mit dem Schwerpunkt damals noch die Bewegungsförderung, aber zu der Bewegung gehört ja auf der anderen Seite auch die Entspannung und die kommt jetzt so ein bisschen über die Achtsamkeit mit in mein Portfolio. Wunderbar, das klingt sehr spannend und ich denke, wir kommen da gleich auch nochmal etwas näher drauf zurück. Ja, ich sag mal, jetzt liegen ja so einige sehr ereignisreiche Monate ja beziehungsweise Jahre auch schon hinter uns. Und ich sag mal, so das Thema Resilienz, Resilienzförderung, finde ich, steht jetzt gerade ganz, ganz oben an. Es geht in unserem Titel ja auch darum, gestärkt in die Zukunft, also so auch zu gucken, mit allem, was da jetzt so passiert und erlebt worden ist, mit allen Erfahrungen, die Kinder auch machen mussten, halt so zu gucken, wie können sie trotzdem gestärkt da hervorgehen und wie können wir Kinder auch dabei unterstützen und begleiten. Und bevor wir so in dieses Konkrete gehen, wie kann das gehen? Erstmal so die Frage, wie definierst du für dich Resilienz? Ja, Resilienz wird ja auch oft als Immunsystem der Seele beschrieben. Es gibt total viele verschiedene Resilienzdefinitionen, je nachdem, in welchem Kontext man von Resilienz spricht. Und ich sehe es gerade in Bezug auf Kinder und auf Kita- oder Kindertagespflegekontext oder auch in den Familien, finde ich, ist es präventiv zu sehen und da geht es mir darum, die Kinder von ihrer Persönlichkeit so stark zu machen, dass sie Krisensituationen, zum Beispiel auch Entwicklungskrisen, müssen ja gar nicht große Krisen sein, sondern Entwicklungskrisen, die einfach ganz natürlich im Lebensverlauf kommen werden, dafür gestärkt zu sein. Und natürlich auch, wenn man sich jetzt so die ganzen gesellschaftlichen oder weltlichen Ereignisse anschaut, sehen wir, Krisen können uns treffen, werden uns treffen. Und auch da können wir jetzt noch nicht sagen, welches Ausmaß das haben wird. Mhm.
und da zu gucken, wie können wir Kinder auf diese neuen Herausforderungen, auf diese neue Welt so ein bisschen vorbereiten und sie in ihrer Persönlichkeit so stärken, dass sie handlungsfähig bleiben, dass sie trotz der Belastungen, die auf sie zutreffen können, nicht müssen, können, trotzdem psychisch gesund bleiben und eine gewisse Resistenz, Widerstandsfähigkeit, psychische Widerstandsfähigkeit entwickeln. Genau. Was denkst du, was ist da so die wichtigste Basis, damit Resilienz sich auch entwickeln kann? Als Basis, wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Entwicklungskrisen anschauen, oder Entwicklungsaufgaben, Entwicklungsthemen, die jeder Mensch so durchläuft, dann ist einfach die Basis erstmal ein Urvertrauen aufzubauen und sich sicher in dieser Welt zu fühlen. Und das geht natürlich über die Bindung und Bezugspersonen. In der ersten Linie sind es meistens die Eltern. Und in der zweiten Instanz sind es dann die Fachkräfte auch in den Einrichtungen. Also es geht um eine stabile Basis, um Menschen, die mir vertrauen, die an meiner Seite sind und an mich glauben, auch an meine Fähigkeiten glauben und mir dabei helfen, diese Fähigkeiten, diese Potenziale zu entwickeln, zu entfalten und da auch so sein zu dürfen, wie ich bin, als Kind, als Mensch. Ich finde das gerade nochmal sehr gut, dass du so sagst, wir haben auf der einen Seite halt die primären Bindungspersonen, aber es heißt, das, was du gesagt hast, impliziert ja auch, es müssen aber nicht alleine die primären Bindungspersonen sein, sondern diese Aufgabe kommt auch den Fachkräften beispielsweise zu, also über die Art und Weise, wie sie Beziehungen mit Kindern auch gestalten. Und das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig und wertvoll. Zum einen halt sicherlich auch in der Ergänzung, da wo Bindung auch schon gut läuft, aber auch nochmal sicherlich auch da, wo vielleicht das Bindungssystem nicht hundertprozentig genährt ist von Hause aus, ohne das werten zu wollen, warum das dann in dem Fall nicht möglich ist. Zu sehen, okay, aber gerade dann kommt auch Fachkräften nochmal eine wichtige Bedeutsamkeit zu in diesen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr und du darfst hier so sein, wie du bist. Ja, ganz, ganz klar. Also Resilienz, das ist auch das Schöne, es ist nicht irgendwie eine Charaktereigenschaft oder irgendwas Statisches, sondern es ist dynamisch und wirklich entwickelt sich über den gesamten Lebensverlauf und ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Also man kann die eine Krise super gut meistern und dann kommt vielleicht eine andere Herausforderung, wo man gerade nicht so resilient ist im Lebensverlauf. Und deswegen ist es so wichtig, schon früh die Basis zu setzen, weil was wir früh lernen, das verinnerlichen wir. Wir bauen die Glaubenssätze auf und wenn ich von klein auf lerne, hier, ich bin handlungsfähig, meine Stimme zählt, ich bin selbstwirksam und kann mir und meiner inneren Stimme auch vertrauen, desto weniger muss ich es nachher lernen und nochmal daran arbeiten. Und deswegen ist mir die Resilienzförderung bei den Kindern von Anfang an so ein Herzensthema. Ja, schließlich und letztlich, also würde das ja für die Kita bedeuten, das beginnt dann auch schon in der Eingewöhnung. Ja, auf jeden Fall. Das ist die Zeit, in der wir in Kontakt treten mit den Kindern, mit den Familien. Und da eine Vertrauensbasis schaffen, auf die wir dann aufbauen können. Und um nochmal auf die Frage von eben zurückzuführen, da kann wirklich eine Person den Unterschied machen. Also wenn ich das Kind sehe, annehme und da bin, eine gute, stabile Bezugsperson werde, dann kann ich den Unterschied machen und
wirklich da auch, ich habe gerade im Urlaub das Buch gelesen von der Herzchirurg, der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hat und wo es auch ja, darum ging, dass wirklich eine Person ja, so einen starken Einfluss auf ein Leben haben kann und auf die Richtung eines Lebens. Und das hat mir auch nochmal, ja, da kriege ich richtig Gänsehaut gerade. Das ist ja, wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit ist, wo gerade Kinder, die vielleicht aus risikobehafteten Familien kommen, wo wir als Fachkräfte den Unterschied machen können. Und ja, dass wir uns dessen manchmal gar nicht so bewusst sind. Und gerade beim Resilienzkontext geht es einfach darum, ja, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern sich das, der eigenen Macht oder Handlungsfähigkeit einfach ja, bewusst zu sein und das halt weiterzugeben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Ben Fuhrmann kennst. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und vom Titel. So vom Titel. Ja, genau. Das geht ein bisschen in diese Richtung, dass es also, er hat dort ganz viele Menschen interviewt, die halt durchaus aus so risikobehafteten Familien mit sogenannten schweren Kindheiten halt, die sie erlebt haben, ja, diese Interviews halt geführt hat und dann halt Herr Soge die Frage gestellt hat, im Rückblick, was hat diesen Personen vielleicht auch ein Stück weit aus dieser Situation herausgeholfen oder hat Stärke, hat Unterstützung, Begleitung gegeben? Und es ist wie so ein roter Faden, wenn man sich diese Beispiele durchliest, dass es also für jede dieser Personen tatsächlich irgendwann jemanden gab, der oder die halt in dem Moment sehr bedeutsam waren und genau das gegeben haben, was du gerade so gesagt hast, dieses, ich durfte da so sein, wie ich war. Und ich musste nicht mehr das Gefühl haben, ich bin falsch oder das, was ich fühle, ist falsch, sondern wo ich eine Bestärkung erlebt habe. Und das hat es mir nochmal so verdeutlicht in der Quintessenz, auch nochmal später in diesem Rückblick klarzukriegen, es ist nicht wichtig, was ich erlebt habe. Es ist nachher wichtig, wie ich darauf schaue. Und ich finde, das hat auch was für mich mit Resilienz zu tun, wie ich so in dieses Leben hineingehe. Und dann hast du vorhin so eine schöne Bewegung gemacht, dass halt auch Resilienz, wie so vieles in der Entwicklung, nicht linear verläuft, sondern diese schöne Wellenbewegung, die du so im Sprechen vermutlich ein bisschen unbewusst gemacht hast. Aber ich finde, das bringt so auf den Punkt und auch nochmal dieser Hinweis. Es gibt Momente, da komme ich mit einer krisenhaft behafteten Situation sehr gut zurecht. Und das erleben wir auch bei Kindern. Die kommen in dem Moment damit sehr gut zurecht. Und dann, warum auch immer, gibt es eine andere Situation und dann bricht dieses Kind auf einmal komplett ein. Und das vielleicht, weil andere Stellschrauben im Umfeld in dem Moment anders sind, als sie vorher vielleicht waren. Und dass es ja auch viel mit dem Außen zu tun hat, wie es dann im Innen halt ankommt. Ne? Also das ist so, finde ich auch nochmal einfach sehr, sehr wichtig, das sich immer wieder zu verdeutlichen. Und Resilienz ist ja auch so was Elastisches irgendwo. Also und da also auch zu sehen, kennen wir sicherlich auch als Erwachsene, dass wir sagen immer so ein bisschen, es hat was mit Tagesverfassung zu tun. Aber ich kenne das auch von mir, dass ich bis zum gewissen Grad sehr viel auch durchstehen kann. Und dann gibt es aber einfach diesen Punkt, wo es auch mal einfach zu viel ist. Und ich habe mal in einem Vortrag dann gehört, dass es auch wichtig ist, dann zuzulassen, dass es einem einfach schlecht geht. Und auch das ist Resilienz, nicht das Wegschieben. Ja, und es gibt ja so das Bild von dem Stehaufmännchen immer und das ist es eigentlich nicht, weil ein Stehaufmännchen macht es automatisiert. Das denkt ja nicht darüber nach, sondern das kippt und steht wieder auf, platscht wieder auf die andere Seite, steht wieder auf und irgendwie
Nein, das ist für mich nicht Resilienz. Für mich ist auch Resilienz, in dem Moment zu spüren, mir geht es jetzt gerade nicht gut. Und das darf auch sein. Und ich finde, da kriegen wir einen wunderbaren Bogen zur Achtsamkeit. Ja, genau. Ja, um nochmal das Bild von Resilienz zu verdeutlichen. Du hast es gerade schon angesprochen. Es ist nicht dieses Steh-auf-Männchen und ich schaffe alles und ich bin einfach nur stark und ich muss stark sein, dann bin ich resilient. Nein, das ist es nicht. Also es begegnet mir auch immer wieder so. Das ist so ein Missverständnis, was ich gerne auch hier nochmal so ein bisschen aufklären möchte, aus der Welt schaffen möchte. Eine Freundin von mir kam mal auf mich zu und sagt, hier, ich habe so dieses Bild vom Regenschirm, das alles an mir runter. Platsch, das habe ich gesehen, das ist doch Resilienz. Nein, das ist es nicht. Das ist Ignoranz vielleicht, ein Stück weit Egoismus, dass ich geschützt bin unter diesem Regenschirm. Also das sehe ich nicht so. Das wird manchmal verwendet, das Bild vom Regenschirm, dass alles andere so von mir abprasselt und ich geschützt bin. Das ist es nicht. Also es wird ja schon deutlich, Resilienz ist einfach ein Prozess, der dynamisch ist, wirklich multidimensional auf verschiedensten Ebenen fungiert. Und ich vergleiche es immer gerne mit dem Bild aus der Werkstoffkunde. Da kommt ja auch der Begriff Resilienz her mit dem Gummiband, das hast du eben schon angesprochen, was sich unter der Belastung auseinanderzieht. Und wenn dann die Belastung vorüber ist, wieder den Ursprungszustand erreicht. Oder es gibt noch das Bild von einem Schwamm, der ja, ganz viel aufsaugt und dann aber, wenn er wieder trocken ist oder ne, ausgewrungen wird, wieder im ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Also es ist nicht irgendwie, das hat eher was von toxischer Positivität, so alles ist fein und alles ist schön und ich kann nichts umhauen. Nein, das ist es nicht. Es geht auch darum, genau, Dinge zuzulassen, negative Gefühle zuzulassen. Und ich hatte da letztens mit einer Kollegin auch einen ganz tollen Austausch, wo es nochmal darum ging, auch, dass sie sagte, ja, und in dem Moment, wo es mir schlecht geht, will ich nicht hören, ach, wird schon wieder alles gut. Ja, also das ist nicht diese toxische Positivität, die mich auch nicht weiterbringt in dem Moment. Ich habe schon diese Grundhaltung, auch, sage ich mal, aus meiner tiefsten Kindheit her, dieses, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Also das ist schon Lebensmotto von mir. Und trotzdem, in dem Moment, wo es mir blöd geht, dann sage ich auch, ey, ich habe jetzt auch mal keine Lust mehr darauf, weiterzuwachsen. Ich will jetzt auch einfach mal nur jammern und leiden und es doof finden. Ganz Ne? genau, Also. ja. Das sehe ich dann auch immer in der Kita, wenn es dann heißt, ja, so Wörter wie Scheiße, das sagen wir hier nicht. Und dann denke ich immer so, ja, aber wenn es doch so ist, warum darf ich es nicht so benennen? Ne? Und auch Kindern das dann zuzugestehen, auch ihre Gefühle zuzulassen, auch die negativen Gefühle. Also ja, es gibt in der Resilienzförderung von Maike Ronau-Döse und Klaus Fröhlich-Gelthoff von der, was ist es, die Evangelische Fachhochschule in Freiburg, die beschäftigen sich da schon ganz, ganz lange mit dem Thema und haben da 6 Resilienzfaktoren aufgestellt. Und wenn wir uns die vielleicht noch kurz anschauen, dann wird auch noch mal klar, dass wir das Rad in der Kita nicht neu erfinden müssen, wenn wir Resilienz fördern möchten, sondern dass wir uns einfach der Wirkung von dem, was wir tun, bewusst werden müssen. Es geht darum, sensibel zu sein für Schlüsselsituationen. Und ja, diese Resilienzfaktoren sind einmal Selbst- und Fremdwahrnehmung, dann die Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, ganz, 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 ganz wichtig in dem Kontext. Ja, eine soziale Kompetenz zu entwickeln, das heißt auch mal Konflikte aushandeln zu müssen, selbst Lösungen finden zu dürfen und ja, da auch in einem sozialen Gefüge eine Rolle finden zu dürfen und die auch verändern zu dürfen. Und ja. Dann gibt es noch die aktive Bewältigungskompetenz, also wirklich, ja, welche Strategien habe ich,
um mit stressigen Situationen umzugehen? Werde ich da unterstützt? Gerade bei Kindern müssen wir natürlich bei diesen Faktoren gucken. Das ist ja unsere Aufgabe, ist da auch, gerade wenn es in den Umgang mit Gefühlen und unangenehmen Gefühlen, hitzigen Situationen geht, dass wir koregulieren, dass wir diejenigen sind, die Verantwortung haben und einfach vorleben. Ja. Deswegen ist auch die Bindung und die Beziehung und die Eingewöhnung so wichtig in diesem Kontext. Genau. Dass wir feinfühlig reagieren, damit die Kinder dann auch Probleme lösen können. Ja, ich denke, was da so schön, du sprichst gerade so von Koregulation, ne? Das ist ja auch ein sehr, sehr geläufiger Begriff. Und sich nochmal so bewusst zu machen, das ist ja auch schon dem geschuldet, dass im Prinzip das kindliche Gehirn noch im Reifungsprozess ist. Und natürlich das emotionale Gehirn und auch das Stammhirn ja letztendlich so am ausgeprägtesten sind und das Denkgehirn halt noch in der Entwicklung weiter ist und dadurch natürlich dann in solchen Stresssituationen, das ist es ja in dem Moment, wo ich in so eine Krise hineingerate, gerate ich unter Stress. Und ich habe letztens so schön diesen Begriff des Amygdala-Hijack gelesen. Das fand ich so treffend, so sagen, ja, okay, in dem Moment wird die Amygdala so gekidnappt, da hat dann das Denkgehirn erstmal gar keine Chance mehr. Und in dem Moment beschrieb der Autor und die Autorin sagten, Koregulation heißt in dem Moment, wir als Erwachsene werden zum präfrontalen Kortex und zum Hippocampus des Kindes. Ja, das ist schön formuliert, ja. Ja, also, ja, das ist so, so wichtig. Und wir können nur koregulieren, wenn wir uns selbst reflektieren, achtsam mit uns sind und auch da, präsent sind. Also ich verwende gerne den Begriff präsent sein anstelle von achtsam sein. Weil Achtsamkeit ist im Moment auch so, dass die Leute manchmal den Begriff schon so ein bisschen überdrüssig sind und es gar nicht mehr so hören wollen. Aber es geht darum, in den Momenten im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu urteilen, nicht zu bewerten, sondern erstmal die Situation stehen zu lassen und dann zu gucken, wie gehe ich damit um? Annehmen, damit man es dann schließlich irgendwie lösen und loslassen kann. Im Hier und Jetzt zu sein heißt ja auch, sehr mit sich selbst verbunden zu sein. Das beinhaltet für mich auch Körperwahrnehmung. Wie kann ich das jetzt bei Kindern begleiten und unterstützen? Ja, sowohl im Resilienz Kontext als auch im Achtsamkeitskontext geht es einfach auch darum, da zu sein und die Dinge zu erfahren, mit allen Sinnen zu erfahren, wie es manchmal so schön heißt, ganzheitlich zu erfahren. Also wirklich gerade in so Schlüsselsituationen, wie wenn es darum geht, zu essen, zu schlafen, diese Situation, die vielleicht in der frühkindlichen Pädagogik gar nicht so sehr in den Blick genommen werden, die immer so, das gehört halt irgendwie dazu und das machen wir jetzt mal eben schnell, aber sich da nochmal hinzusetzen, wie ist denn unsere Essenssituation gestaltet? Wie schaffen wir Ruhe, dass wir in Ruhe essen können, dass sich die Kinder wirklich auf ihr Essen konzentrieren können? Läuft da ständig jemand her, rein und raus? Ist es eine große Tafel, an der sich alle wohlfühlen, oder brauchen die Kinder vielleicht eher kleinere Settings, dass sie sich auch unterhalten können, ohne dass es laut wird? Haben sie Besteck, mit dem sie essen dürfen? Dürfen sie mit den Fingern essen und auch da sinnliche Erfahrungen machen und solche Schlüsselsituationen nochmal mehr in den Blick zu nehmen, wie das Essen, Ruhesituationen. Und auch ganz, ganz wichtig, das Freispiel. Wie viel Raum ist da für Freispiel? Wie können die Kinder das Freispiel wählen?
Wie ist die Raumgestaltung, das Material? Das sind ganz, ganz viele Punkte, wo wir uns da wirklich bewusst machen können, dass wir gar nicht irgendwie ganz viel Zeitkapazitäten brauchen oder besonders gute Rahmenbedingungen, sondern das können auch so kleine Sachen sein, indem wir uns einfach nochmal die Situation genauer anschauen. Ja, also ich glaube, das ist sowieso wieder ganz, ganz wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen. Wir haben so einen Bildungswahn entwickelt in den letzten 15 Jahren und so vergessen dabei aber tatsächlich, wie viel in diesem ganz Alltäglichen steckt und dass es das ja letztendlich ist, was uns lebensfähig macht, wenn wir mit diesen Situationen gut umgehen können. Ja. Also ich beobachte das auch, dass die Kitas so zur Vorschule gemacht werden wurden und dabei diese ganzen Entwicklungsthemen und Entwicklungsschritte, die ja auch unterschiedlich stattfinden und nicht gesagt wird, so ab dem und dem Alter muss dies und das sein. Mhm. Das kann sein, aber es gibt ja, jedes Kind hat das eigene Entwicklungstempo. Und diesem Entwicklungstempo auch Raum und Zeit zu geben, das finde ich ganz wichtig. Und nicht zu gucken, so, wir müssen jetzt stundenplanmäßig irgendwelche Aktivitäten machen und dies noch abhaken. Und jedes Kind muss diese Aktivität mitmachen. Und dann ist gar nicht mehr der Raum da, damit die Kinder ihre Entwicklungsthemen entfalten können und daran wachsen können. Und da jetzt wieder zu sehen, dass die Aufgabe, finde ich, von der Kita, von der Kindertagespflege auch, dass es darum geht, die Selbstbildung zu gestalten und nicht die Vorbereitung auf die Schule. Weil die Selbstbildung ist einfach der Grundstein. Und da spielt halt auch nochmal die Erwachsenen-Kind-Beziehung eine Rolle, wie die Familie eingebettet ist in der Kita und raus aus diesem Leistungsdenken und Stundenplan-Denken, das gehört nicht unbedingt in die Kita. Mhm. Also da will da viel, viel mehr Raum lassen für Selbstwirksamkeit der Kinder und dass sie sich spüren können, eigene Erfahrungen machen dürfen. Und nicht nach einem vorgegebenen Stundenplan dann was abarbeiten müssen oder was leisten müssen im schlimmsten Falle noch. Was zeichnet jetzt nochmal das Programm auch aus, was du da mit begleitet hast? Ja, okay, da muss ich zugeben, das ist ein Programm für Vorschulkinder, was schon auch einen festen Rahmen betrifft, aber wir möchten halt über dieses Programm die Achtsamkeit in die Kita bringen. Also wir bieten da verschiedene Themen an, innerhalb von 10 Wochen, das sind immer so 40 Minuten, 45 Minuten Einheiten für die Vorschulkinder, die dann im Sommer in die Schule kommen. Und ganz wichtig ist, dass wir das Team mit ins Boot holen. Also das Team muss dahinter stehen, weil sonst ist es ein schönes Projekt und der Effekt verpufft. Dann braucht man das nicht machen. Dann die Eltern. Es gibt einen Elternabend, wo die Eltern mit ins Boot geholt werden, dass sie auch verstehen, was ist das jetzt überhaupt und was macht mein Kind jetzt dort. Und dementsprechend halt wieder diese verschiedenen Ebenen mit reinzubringen. Um dann die personellen Fähigkeiten oder auch Teile der Resilienzfaktoren bei den Kindern zu stärken, aber wieder im Gesamtkontext eingebettet. Und da geht es halt darum, den Körper wahrzunehmen oder erstmal zu wissen, was sind denn überhaupt meine Sinne. Ne? Wir machen so ein Stück Theorie und ganz viel Praxis. Also, dass die Kinder auch sowohl kognitiv was mitnehmen können, aber auch das Erleben, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und auch da ist es wieder wichtig, je nach Entwicklungsstand, es nehmen alle Kinder was mit. Es soll freiwillig sein, kein Kind wird dazu gezwungen oder überredet mitzumachen.
Und auch da ist es, wenn die Kinder Vertrauen zu uns haben und zu den Bezugspersonen, die sagen, hier, das ist doch ein spannendes Projekt, dann haben die Kinder auch Lust darauf. Und wenn man aber merkt, so das Team steht jetzt nicht dahinter, dann macht es auch nicht so viel Sinn, dann haben die Kinder gar keine Lust so darauf. Da muss man dann immer ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ja, und auch nochmal zu gucken, von wo kommt es jetzt gerade, ne? Also dieses, wie sehr, also da merkt man wieder, dass so übergestülpte Dinge halt auch völlig Banane sind. Also ja. Und dann halt auch tatsächlich Programme für die Katz sind an der Stelle. Ja. Aber was ich denke, was da so drinsteckt, wenn ein Team wirklich auch sagt, ja, das finden wir toll, kann ich mir gut vorstellen, dass darüber auch eine Grundhaltung entstehen kann, die tatsächlich auch eine Wirksamkeit in den Alltag hat. Genau, das ist der Wunsch. Also, dass es wirklich auch von dieser Kleingruppe, also sind immer kleinen Gruppen, in denen wir das auch machen, wirklich nur so sechs Kinder maximal, dass sie wirklich auch zur Ruhe kommen können und sich darauf einlassen können und nicht zu viele Ablenkungen da sind. Und dass sie das damit rausnehmen in die Kita. Und dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn es vom Team aufgegriffen wird, die Übungen wiederholt werden, die Achtsamkeitsübungen. Und es geht um Körperwahrnehmung, Sinneswahrnehmungen, Umgang mit schwierigen Gefühlen, dann nochmal achtsames Essen und ein Begriff Herzenswünsche wird nochmal thematisiert und die Gedanken. Also es ist so ein bisschen angelehnt an das achtsamkeitsbasierte Stressbewältigungsprogramm von Jon Kabat-Zinn, das ja im Erwachsenenbereich schon sehr erfolgreich ist und auch wissenschaftlich evaluiert wird und sehr fundiert ist. Und das haben wir jetzt so ein bisschen adaptiert auf Kinder, Vorschulkinder, Kita-Kinder und möchten einfach da Achtsamkeit in die Kita bringen über dieses Projekt. Mhm. Natürlich ist unser Wunsch, dass es dann weitergeführt wird und nicht einfach nur Projekt bleibt. Mhm. Ja. Ja. Ja, gibt es noch irgendwas, was du den Fachkräften, die uns hier gerade zuschauen und zuhören, noch gerne so abschließend auf den Weg geben möchtest? Dass sie im Blick haben, dass sie so ein bisschen auch ihren eigenen Stress im Blick haben. Also ich mache ja auch Stressbewältigungskurse, jetzt nicht nur Affenstill für Kinder, sondern präventiv, sondern auch für Erwachsene, ähnlich wie das der ich verwechsel das immer. Also bei mir heißt das Programm, was hier in Paderborn entwickelt wurde, MSBB, also Mind, Soul, Body in Balance. Und dass wir Erwachsenen erstmal bei uns anfangen, unseren Stress regulieren, um dann die Kinder co-regulieren zu können und nicht den Kindern so die Verantwortung zu haben, so jetzt stell dich mal nicht so an. Ich mache es ja auch nicht. Ne? Ich kann das ja auch nicht machen. Was würde denn die Leute von mir denken? Sondern einfach mal zu gucken. Doch, auch ich darf mich zurücknehmen. Auch ich darf sagen, ich brauche jetzt eine Pause. Ich brauche jetzt Hilfe. Auch das ist Resilienz, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Und ja, ich wünsche mir, dass gerade dieser Kita-Bereich ist ja zurzeit durch auch die Corona-Pandemie sehr in Stress geraten, Personalmangel. Und ich beobachte das auch, dass da viel Unruhe, viel Unachtsamkeit da ist. Und aus der Stressforschung ist ja auch einfach belegt, dann können wir nicht so feinfühlig sein, dann sind wir im Notfallmodus, auch wir Erwachsenen. Definitiv, ja. Und da für uns selbst zu sorgen und mal schauen, wie gehe ich denn mit meinem Stress um dann feinfühlig mit den Kindern umgehen zu können. Ja. Ja, und dann also tatsächlich, manchmal ist weniger mehr an dem Punkt. Das ist, ich habe da jetzt gerade eben was Tolles nochmal gelesen gehabt in der Zeitschrift Manager-Seminare, was eigentlich so einen ganz anderen Fachbereich abdeckt und
Da ging es auch um eine Studie, die festgestellt hat, dass wenn man versucht, Systeme zu stabilisieren, dass die Leute, das ist mit Lego-Versuch, also nachempfunden wurden, und dass man dann immer versucht, noch mehr draufzupacken, um es zu stabilisieren, und dann aber tatsächlich hätte sich das System schneller stabilisiert, wenn man etwas weggenommen hätte. Und dass wir aber immer mal dazu neigen, immer noch mehr drauf zu tun, anstatt zu gucken, wo können wir denn auch reduzieren. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt auch für Fachbereich Kita, der gerade echt einen Stresstest unterzogen wird. Das brauchen wir nicht schön zu reden, das ist einfach so. Und trotzdem glaube ich, dass wir auch noch einiges in Eigenverantwortung tun können, um uns selbst was Gutes zu tun und damit dann auch besser auf die Kinder eingehen zu können. Ja. Liebe Marion, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr interessant, mich mit dir zu unterhalten. Und ja, danke schön. Ja, sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich könnte jetzt noch weitermachen. Also es ist so ein großes Thema. Also das ist jetzt so als so ein kleiner Input. Und ja, auch da mal zu schauen, wie gehe ich mit Stress um, wie steht so meine Resilienz, und dann zu gucken, wie kann ich das dann in den beruflichen Kontext einbinden. Ja, vielleicht gibt sich da ja irgendwann mal wieder die Gelegenheit. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Dankeschön.